Tja, guten Nachmittag. Leute, mir ist das scheißegal. Mir ist das egal. Wenn da welche schreien, nie wieder Faschismus und nie wieder dies, nie wieder das. Ja und? Kann ich mich doch anschließen der ganzen Sache. Wie meine ich das Ganze? Letztens, kurz vorher hatte ich ein Video gemacht. Unser Aufruf sollte ab jetzt heißen, nie wieder Idiokratie. Idiokratie, ne, zusammengesetzt aus Idioten, das ist klar, und Kratein, die Herrschaft, also nie wieder Herrschaft der Idioten. Das bloß nebenbei. Aber da kann man ja nachgucken und das ist auch nicht das Problem. Das kann man sich auch runterladen bei info-k.de. Ist alles verlinkt unten in der Videobeschreibung. Mir ging das jetzt in letzter Zeit ein bisschen aus dem Zünder, diese großen Demos. Und ich habe einfach mal Bildersuche eingegeben bei Google und zwar die Worte Demo, nie wieder Faschismus. Und da kommt einem ein Zeug alles unter. Und es wird bunt und so viele gutmeinende Menschen. Leute, nicht gleich in die Tasten hauen. Immer mit der Ruhe. Es wird spannend. Mal sehen, was Sie zu diesem Vorschlag zu sagen haben. Dass es mir egal ist. Es dürfte Ihnen eigentlich auch egal sein. Gucken wir uns mal die Wahlplakate an. Ich kann mich durchaus, ich habe mal einiges rausgesucht hier aus diesem Kram, ne? Ich kann mich durchaus dem anschließen. Gemeinsam gegen Faschismus. Ja, ich will auch keinen Faschismus. Faschismus in der reinen Kultur, das will ich nicht. Das wird wahrscheinlich niemand richtig wollen. Es sei denn, es sind echte Faschisten. Aber es wird einem ja untergejubelt, dass die AfD die bösen Faschisten sei. Stimmt doch gar nicht. Stimmt doch nicht. Ist doch nicht wahr. Es stimmt nicht, das heißt, es passt nicht damit zusammen mit dem, was wirklich ist. Ich kann mich auch dafür einsetzen, die Demokratie zu schützen und durchaus eine gewisse Vielfalt zu bewahren. Und zwar eine Meinungsvielfalt. Das ist meine Auffassung von der Sache. Oder durchaus unsere, die wir doch einigermaßen noch geradeaus denken. Warum weiß ich das? Weil sonst würden Sie diesen Kanal schon lange verlassen haben. Vielfalt bewahren, also, das geht. Warum nicht? Schulterschluss. Natürlich, wir stehen zusammen. Hier, wir stehen zusammen. Wir stehen zusammen, damit wir diese Ziele hinbekommen. Warum denn nicht? Oder ich kann mich auch diesen Sprüchen anschließen für das schöne Leben. Na klar, wer will nicht schön leben? Faschismus, dachte ich schon, bekämpfen, klar. Hier und jetzt und überall. Dass das die hier wollen, die hier, die Gutmeinenden und so weiter, dass die das wollen, ja, einverstanden. Mein Gott, sie können ja nicht. Vergib ihnen, sie wissen ja nicht, was sie tun können. Aber doch, wissen die, aber man weiß nur so viel, wie man wirklich aufgenommen hat. Und Wissen aufnehmen ist ziemlich schwer für die meisten Menschen, für 80% zumindest. Demokratie leben, natürlich. Die Demokratie mit Leben erfüllen. Ich kann mich diesen Leuten durchaus anschließen. Nicht in allem, aber das ist ja auch nicht das Ziel, das muss ja auch nicht sein, von uns aus, von mir aus. Oder, naja, man schreibt immer dann groß, wenn man nicht weiß, wie groß und klein geschrieben wird. Ne? Naja, kein Fußbreit. Keinen Fußbreit, müsste das heißen, dem Faschismus. Ja, einverstanden. Und nie wieder ist jetzt, ja, ist ein bisschen kindisch, aber okay, ja, einverstanden, kein Problem. Und dann gibt es eine Kundgebung gegen die faschistische Ideologie der AfD und der Werteunion. Dem kann ich mich nicht anschließen, aber ich kann bei der Kundgebung durchaus dabei sein und sagen, ich will keinen Faschismus mehr. Und dass die hier lügen, weil die wissen es ja auch nicht anders. Vielleicht ist es auch keine echte Lüge, die sagen die Unwahrheit. Dass die AfD eine faschistische Ideologie hat, ja, die kennen doch da. Die kennen noch keinen Menschen. Ich habe jetzt letztens mich mit einem AfD-Mitglied unterhalten und er sagte, das war lustig. Die sagten die, was, du bist in der AfD? Hätten wir nie von dir gedacht, du bist doch so normal. Ja, klar, natürlich. Oder Faschismus ist keine Alternative. Ja, ist ein Wortspiel drin, AfD, Alternative für Deutschland. Natürlich, das ist auch nicht unsere Alternative für irgendwas. Denn wir sind keine Faschisten, wir, die wir klar denken. Ich bin nicht in der AfD, weil mich irgendwelche Parteien mittlerweile zu sehr abstoßen. Aber ich finde, es sind noch bessere Menschen als die, die uns Wasser predigen und Schnaps saufen, ne? In den anderen Parteien. Gut, oder alle Menschen sind gleich viel wert. Oh Gott, deswegen können die gar nichts, nicht mal richtig schreiben. Das stimmt doch auch. Es soll aber implizieren, dass wir Bösen, in Anführungsstrichen, die Menschen nicht als gleich viel wert ansehen. Das soll das implizieren. Aber bei mir impliziert das nicht. Natürlich sind alle gleich viel wert. Warum denn nicht? Ist doch kein Problem. Es sei denn, sie sind Gauner, ne? Solche Ausnahmen mal abgesehen. Echte böse Menschen natürlich nicht. Okay, ist klar. Aber da muss man mit solchen Kleinigkeiten, da muss man sich nicht andauernd befassen. Ich finde es auch langsam ein bisschen albern, ständig, das machen manche Leute, ja, jetzt haben sie sich wieder entlarvt und wieder entlarvt. Nee, drehen wir doch die ganze Sache mal um. Mischen wir uns doch einfach mal unter das Volk, wie man so schön sagt.
So, Faschismus ist keine Alternative. Ja, natürlich. Ne? Kann man sich doch anschließen, ist doch kein Problem. Oder wir alle zusammen gegen den Faschismus. Kein Problem, natürlich. Gegen die rassistischen Deportationspläne von AfD und Werteunion. Ja, wo haben sie denn diesen Quatsch her? Aber die können ja nichts dafür. Wer nur ARD, ZDF und Co. guckt, ja, der glaubt das ja irgendwann. Ne? Und wenn man nicht viel im Kopf hat, dann muss man glauben. Wissen und Glauben sind zwei unterschiedliche Dinge. Naja, gut. Oder, dass es auch oberkindisch AfD wählen ist, so 1933. Oh Junge, ey, kann man denn nicht mal versuchen, mit Deutsch, das auf Deutsch zu formulieren? Das ist doch Mist. Darf ich meinen Bonbon? Das ist genauso ein Mist. Osnabrück bekennt Farbe. Zur Farbe komme ich gleich noch. Gleich noch. Gegen Faschismus, für Demokratie. Kein Problem. Aber das ist kindisch. Also, das würde ich denen sagen, Leute, macht doch mal ein vernünftiges Deutsch draus. Selbst das hier, kein Millimeter, keinen müsste es heißen, kein Millimeter nach rechts entsprechend mit den Farben, das sage ich, ist bloß kindischer Mist. Also, mein Gott, was ist denn rechts? Rechts ist richtig, links, kommt von linken, ne? Naja, gut, lassen wir diesen kindischen Mist genauso. Ich mag alle Farben außer braun. Ich mag auch braun. Ich habe gerade im Moment einen braunen Pullover an. Und grün und rot gemischt ist auch braun. Ich wette, das kommt dann wieder irgendwie. Ich muss kurze Pause machen. Ja, manchmal bellt ein kleiner Hund. Also ich mag auch alle Farben und ich mag auch braun. Ich habe einen braunen Pullover gerade an. Mein Gott, und rot und grün, ne? Rot und grün gemischt ist nun mal braun. Ja, gut, okay. Das muss jetzt nicht auch noch in die Kommentare. Das ist unnötig, das ist albern. Okay, aber, und dem kann ich mich absolut anschließen. Da würde ich auch nicht mit den anderen drüber diskutieren oder streiten. Unser Land zuerst. Das gilt genauso wie in Flugzeugen. Erst müssen die, die noch helfen können, sich selbst helfen. Und dann setzt man den kleinen Kindern die Maske auf. Wo sind wir denn hier? Wenn wir es erst versuchen, mit den kleinen Kindern, denen die Maske rüber zu würgen, wenn mal Sauerstoffmangel ist. Und dann versuchen wir noch mit dem letzten bisschen Atem, was wir haben, uns selber zu retten. Beim Kleinkind wird es nicht richtig funktionieren. Das hat kein Verständnis dafür. Das reißt sich runter und ja, wie kleine Kinder das eben sind, ne, die verstehen das dann nicht, dass man ihnen nur helfen will und selber ist man dann hilflos und dann ist keinem geholfen. Also insofern, ja, ich weiß, jetzt kommen gleich wieder solche Aufrufe, nur noch AfD, lauter blaue Herzchen. Ja, Leute, das ist auch kindisch, das wissen wir auch. Solche Wahlbekenntnisse, die brauchen wir hier ja nicht, das ist gar nicht weiter wichtig. Aber wir müssen uns auf jeden Fall von diesem Blödsinn hier, von solchen kindischen Mist oder und deutsch geschriebenen Kram, davon müssen wir uns mal wieder trennen und den Leuten auch mal wieder sagen, Leute, wenn ihr was Gutes wollt, ne, also was Gutes gegen den Faschismus, dann schreibt es auch richtig und dann macht es auch vernünftig. So, das heißt, pardon, ich kann wirklich sagen, es ist mir komplett egal. Ich will keinen Faschismus. Solchen Dingen, da kann ich mich anschließen. Das ist mir egal, wenn die das draufschreiben. Das ist mir egal, wenn die gegen den Faschismus demonstrieren gehen. Da mische ich mich doch lieber noch drunter. Und sage einfach, ja, und ich halte dieses Schild hoch, nie wieder Idiokratie. Da hast du aber die AfD-Farben genommen. Ja, natürlich, mein Gott, warum denn nicht? Ist denn jetzt jede Farbe schon verboten? Und so weiter und so fort. Aber diskutieren mit solchen Leuten, die es wirklich, wo es keinen Sinn hat, das sollten wir nicht machen. Das wäre schade um die Energie, das ist wirklich schade drum, das bringt es nicht. Einfach den Leuten sagen, Leute, erwerbt doch Wissen. Du hast eben noch gesagt, du findest mich ganz nett. Und jetzt sagst du bloß, weil ich die AfD gut finde, bin ich ein böser Mensch. Was ist denn los? Die ganzen Jahre haben wir uns gut vertragen, na und so weiter und so fort. Wissen wir selber. Also immer sachlich bleiben, sachbetont, auf die Sache bezogen, nicht mit Gefühlen rumschreien und irgendwie sich gegenseitig niedermachen. Das schaltet beim anderen nur auf stur. Nie wieder Idiokratie, Leute, erwerbt Wissen, macht was draus, macht mit, macht ruhig bei diesen Demos mit. Wir sind schon drauf und dran, uns mal durchaus da hinzumischen. Und das Schild, das baue ich mir auf jeden Fall. Und das kann man für relativ günstig Geld auch ziemlich groß auf, wie heißt es, A3, A2 machen. Das geht. Ich glaube, für 10 Euro habe ich das letzte Mal sowas hinbekommen. Na denn, also die Druckvorlage hier für nie wieder Idiokratie. Ich würde es nicht ändern. Ich würde nicht lauter Kram draufschreiben. Das bringt es nicht. Das lenkt nur ab. Das lässt sich auf jeden Fall machen. Und damit kann man durchaus mal losziehen. Oder man macht sich kleine Aufkleber oder ach was, der Deibel. Die Druckvorlage dafür ist auf jeden Fall unter infosprechk.de zu finden und da sollte man auch nachgucken. Da lässt sich das alles downloaden. Alle guten Wünsche, bis zum nächsten Video.
Na denn, kriegen wir es hin, gehen wir wieder bei. Wir haben wieder viel zu tun, denn sonst werden die anderen immer lauter und wissen nicht mal, warum sie laut sind. Ne? Na denn, also, alle guten Wünsche nochmals. Bis dann. Tschüss, tschüss.